Wo wir noch unter der Kuppel standen. Ich habe 16 Stacks mit Vorspeed genommen. Dann habe ich zwei aus der langen Ecke gehabt, dann kamen da keine mehr. Kamen zwei von vorne und daran habe ich eine gedacht, so komm, gehst du da mal rein, ihr Stiefel rein, so. Und dann war ich weg. Boah. Jetzt liegt die blöde Chose hier, da kein Bock mehr auf den Laden, ey. Ja, nächste Woche wieder. Auf geht's. Ach Alter, ich cool. Nächste Woche spiele ich mit auf Kutscher. Ich hätte den übelsten Kackkrampf gekriegt, ne, wenn wir wieder bei 0,1% gewiped werden, Alter. Da hätte ich die Scheiße. Das Ding ist Feuer geworfen, ich sag's dir ja so, wie es ist. Ja, aber nächster Try wäre besser geworden. Glaub mir. Ja, nächster Try. Da hätten alle gewusst, was sie machen. Ja. Das war ja sogar First Try, ne? Wenn das funktioniert wenn hätte. Wenn diese Zwingerphase. Alter, sei doch mal froh, Timerun ist Timerun. Tentakelphase schiefgegangen oder so. Aber diese Dumme. Jetzt muss ich mir das dumme Gelaber nicht mehr anhören von diesen Spackos da drüben auf Insider, Alter. Sondern von diesen PTs, ja, die bei Dreadguards ihren Bots brennen. Im Burst. Ohne Namen zu nennen. Herr N.Sense. Dieser Disc geht ja an dich, Sense. Deine Schultern sind spiegelverkehrt, Alter. So. Eigentlich geht daraus an Lewis Hamilton und Waldemar Hartmann. Für die, die es nicht kennen. Ja, aber Konter, ne? Halt die Fresse. Die ersten beiden Tries waren immer unsere besten Tries die letzten 4 Wochen. Schön. Das ist ein Hack. So, kurz weg. Dankeschön. Sehr gerne. So, jetzt ANV Time Run und dann noch Other Time Run oder wie sieht das aus? Wie viele Hits sind das beim Fire and Forget eigentlich? 8? Pro Hit. Pro Fire and Forget, glaube ich. Können auch 10 sein, aber auf jeden Fall zwischen 5 und 10. Okay, ist das mal. Kannst du ja nachgucken. Ja, hat der hier eins abbekommen? Das ist der Schurke braucht Stellung. 8. Acht, wenn ich das richtig sehe, oder? Ne, es sind mehr. Ne, da geht's noch weiter automatisch. Ne, es sind 10. Es sind 12. Kriegst in 2 GCDs 12 Hits davon. Weil wenn du auf Xal klickst, wo er gestorben ist, dann hat er von 97 099 bis 977 87 6 bekommen. Dann nochmal von 097995 bis 09086 20. Ja, okay, kommt hin. Du musst 7 Mal gekriegt haben. Meinst du, das ist eigentlich ungesund, dass mein OBS mir sagt, dass ich angeblich mit 30.000 Kilobit streame? Upstream? Macht das deine Leitung mit, oder? Ja, ne? Ja, die kann das ist alles schön. Ja, dann ist alles schön. Können vielleicht nicht so viele gucken. Also übrigens 5 nach. Und jetzt sagst du, bist kurz weg, oder was? Was zu trinken holen? Es steht 2 Meter neben mir, aber ich komme mit den Kopfhörern nicht hin. Wenn ich, soll ich mal mit Open. Ist halt nicht mal im Raid, ja? Das ist unglaublich. Soll ich mal mit offenem Upload bei mir streamen? Na klar. Dann sind es 100.000. Mal gucken, wer da noch guckt. Mehr viele wahrscheinlich. So, ganz entspannt. Die ersten 6 Bosse wie immer. Easy peasy durchziehen. Und Direct gucken uns ein paar Mal an. Wenn ich keinen Bock mehr hab, machen wir Teufel. Mein Angebot steht noch, ich kann auf Repo docken. Naja. Nein, danke. Oh, wait, ich muss das Skillpunkt ändern. Und am Anfang hier ein Schild und fahren dann erst los. Wollten wir eigentlich mal ausfinden, ob wir im Leben auch einfach stehen bleiben können? Das wollen wir mal machen? Ja, lass mal heute vernünftig spielen. Das ist mal irgendwie. Aber wir haben es Teil dabei. So bei ja, mal ist. Gucken, was er an Damage macht, Junge. Jetzt halt reinsmashen wie so ein Wahnsinniger. Was Xal spielt Smash Skin?
Ja. Klar. Aber ich schließe sicher. Die Ärzte müssen nochmal sterben. So, Schild holen. Nicht so wie heute im HC-Welt mit zwei Sniper-DDs, die es nicht geschafft haben, die Ärzte zu töten. Es war doch aber auch irrelevant, wir sind doch eh stehen geblieben. Ne? Es ist doch einfach nur egal. Ich wenn der Boss die... an der falschen Säule... Ach, das ja, deswegen, dein Sleeping Gunfire ist ja auch nur ein Millimeter weit. Die beschweren, der hat ihn doch. Weil du den Thorsten einfach hingezogen hast. Also ja, du mal, bist ich mach dich jetzt mal. Was du take oder was ich take? Wo ist denn hier die letzte Dame da? Was angelagert. Na dann, scheppern mal los, ich zieh an der Wand und du spottest dann wieder. Kannst ja nicht den die Schuld geben, dass der Tank den Boss falsch tankt. Ja, meinst du den dem Off-Tank? Kann ich dafür nicht die Schuld geben? Ja, Assa und kein Off-Tank. Ja. Mal spottern bitte. Oh fuck! Alter! Wo wurde ich denn gebordet? Alter, dieses Anspringen, ne? Das macht so viel Laune. Schön ist das nicht. Ich spotte einmal zwischen, wo sitzt der Plifos nicht. Warte, ich will auch noch was von den Ärzten. Liege. Aber ich hab super gezeichnet. Ja, das ist Gesize-Gebiet hier. Das heißt, der Einzige, der sie richtig macht, so wie ich weiß. Der ist der Einzige, der damit zwar nicht mithält. Gesize ist ja so toll. Also Bomben kann er, ja? Also, das muss man ja mal festhalten. Können wir eine Statue von Gesize auf unser Gegenschiff stellen? Nein, nicht wenn er so wenig DPS in der Phase macht. Ich will das Kind. Du denkst? Ja. Was ist Kind? Ich hab noch keinen Ruf. Liegt alles an der fehlenden linken Seite. Loslatschen bitte. Keine Ahnung. Oh fuck. Aus dem heult ja nicht so viel rum wie Toxie. Das finde ich eigentlich ganz angenehm ab und zu. Das stimmt, ja. Warte, ich heul nie rum. Ach du. Ich werde dreimal rausgepolt haben. Also die Downtime ist auch so viel Downtime. Du musst dir das mal überlegen, ja, die Downtimes, ey. Die gar nicht. Ja. Geh wieder. So, die Ads, die da kommen, sind meine, ja? Ich wurde rausgeportet, also sind das auch meine. Johnny, mach mal Masse, bitte. Hab ich. Sehr gut. Waren aber nicht lange deine. Nee. Ja, da haben wir drauf. Oh, ich fliege jetzt, warte mal. Ja, du fliegst aber in eine komische Richtung, was war denn da los? Wollten wir das nicht nochmal ordentlich spielen? Da hat es irgendwie ausgehakt. Ja, weiß ich nicht, wenn die Säule hier ein Loch hat. Ich fliege. Also ich fliege jetzt richtig, nicht so wie du gerade. Ja, also lächerlich. Das ist lächerlich, oder? Wenn der Generator stirbt, ist aber auch nicht so schön, ne? Ich hab den Boy wieder. Ich sag das mal. Der ist auf gut 20% live. Ja. Muss aber auch mal reichen, da kann man auch geheilt werden, gleich, ja? Das ist gleich Vibe. Nein, wir können ja durchziehen, das hat er schon auch noch 50%. Oh, guck mal! Oh, das war gutes Timing, würde ich sagen, ne? Wir müssen mal das Beste. Ja, ja, ich hab das Beste. Das war expected. Mhm, stimmt. Hatte ich schon mal rausgeportet. Wirst du Zeit rumheulen? Hm? Alter, der wird ja auch nicht rausgeportet! Ja, merkst du was? Sollte man nicht heult. Wo ist es denn? Oh, jetzt sind die Tränen in den Augen. Nicht übertrieben, aber trotzdem. Ich kann auch nicht rückwärts schneller sein als ihr. Alter, hast du heute schon ein bisschen am Ding genascht? An welchen? Gute Ding? An den für meine guten Freunde? Ja, nu. Das kann ich noch nicht beantworten. Wenn ja, mache ich das immer, ja? Das scheint zu helfen bei Bronze. Nee, aber hier die Schlangenlinien. Naja, ich musste meine ganze Konzentration für Bronze aufgebracht, ja? Diese 6-mal springen, was ich da machen musste, und danach war ich fertig mit dem Bosskampf. Das war schon ziemlich hart. Geh jetzt bitte nicht durch den Mähdrescher kalten. So, wieder. Wer ist denn hier der Mähdrescher? Ja. Alter! Siehst du es nicht? Der Schurken, oh ey. Brumm, brumm. Was ist los? Brumm. Na, der Schurken, oh ey. Hörst du das nicht? Ja, das ist. Alter, das ist doch kein Mähdrescher. Ihr seid alle komische Vögel. Fuck, okay, eigentlich schon ein bisschen. Naja. Aber wenn ich jetzt nochmal rausgeportet werde, dann hab ich keinen Bock mehr.
Das wäre ja ganz anders als sonst. Ne? Würdest du eigentlich nochmal gönnen, sowas? Lustig. Bernie, ich stell den diesmal an den Apparat, wo man das Schild ablegt. Da können sich die DDs an die Säule stellen und wir werden gekickt. Das guck mal, ich werde gleich zweimal raus. Hast du den Hattrick gemacht? Dann sterben doch die Arzt wieder nicht, Mann. Ja doch, weil der dann exakt drin steht. Und aha, die DDs können sich dann an die Säule stellen und wir stellen uns an den Generator-Ablegeapparat. Pass mal auf, ich zeige dir das kurz. Sag mir mal, was du willst. Welche Schätzelein hat er dein Glück gehabt und wir wurde kein hier einziges Mal rausgefunden? Und die DDs können da stehen, wo Xei steht. Oder wo Rambo jetzt gerade steht. War bestimmt Xei, da kann einziges Mal rausgeportet worden. Xei läuft doch dran. Ah, ja, okay. da wo die Leute da stehen, guck. Das ist jetzt toll, ja. Ja, wir fliegen nicht weg. Warum? Weil die Säule ist wirklich buggy, die nervt mich immer ab. Die hat ein Loch oder was und die anderen nicht, oder ich was? Mach mal Raid drauf, ne? Mach mal Raid drauf, Rambo. Okay. Ich aber auch, du bist ich auch. Du bist auch schon in der Ecke weggeflogen, ne? Also wurde Raid drauf, der hat mich weggedrückt. Das ist ja nur nicht hier, ne, was du hier vorhast. Guck mal, die fliegen doch. Bin nach vorne, nicht nach hinten weggeschöpfert, weißt du? Ja, und wie weiter? Ja, ein Stückchen vorne ist besser. Aber die fliegen doch alle weg. Ganz, nach ganz außen, guck dir das doch mal an. Ja, aber weil die verkehrt stehen. Ach so, ach, oder weil sie vor dem Loch stehen, das kann auch passieren. Wow. Können wir kurz vergleichen? Ich wurde dreimal rausgeportet, wie oft wurde ihr rausgeportet? Oder da habe ich rausgeportet. Oh, nicht. Was war das daran? Nee, das Quatsch. Du brauchst auch gar keine Rechtfertigung suchen. Niemand erwartet, dass du mehr damit machst als Xei. Ja, Alter! Vorsicht, Sveni, er ist schon am Hyperventilieren. Nicht, dass er uns nur umfällt. Brave, wir haben einen neuen Stern am Damage, mir verstehst du? Bei Brontes heißt er Niara und hier Xei. Das ist ja ganz normal. Brave, man ist leider nur eine Jüngere ersetzt, ja. Ich weiß nicht, ob er jünger ist, aber die Erfahrung, weißt du, der hat einfach mehr mitgemacht. Alter. Xei ist wahrscheinlich in einem Alter mit Ray, oder? Ich würde sagen, er ist halt wie ich. Ja, das ist doch, das wird doch alles. Ich bin ja hier einer der Ältesten. Aber Xei klingt auf jeden Fall jung geblieben, ja? Ja. Das stimmt, er spielt auch Burst Maul und das schaffe ich nicht mehr. Suche eine Gruppe für HM-Ops, da kann ich leider nicht helfen. Ich nehme jetzt auch den scheiß Burst Maul. So, wir machen jetzt einfach die Arts. Ok, ok. Können wir nicht irgendeinen Boss spielen, der rein Single-Target ist? Wo auch nicht Clock of Pain oder so funktioniert? Jetzt wo kein Mathe-Map beruhigt funktioniert, okay. Ja, meine Finger auch das. So, was weil, noch in diesem Game? Das weiß doch jeder, dass Sabo und der Puppe mehr Damage macht. Was ist denn mein Problem jetzt? Alter. Wenn ich den Thresher diesmal so spielen wie alle anderen gehen. Wenn du das nicht auf die Bosse übertragen kannst, natürlich, ich bin das nicht so gut. Wo ist mein Problem? Mein Problem ist ja, 12k. Dash Root. Das ist doch nicht mal sein Bestes. Muss mit einer Seite. Die beiden Melees kriegen die rechten Steine, rechts, Toxi. Hier und Xei, dass ihr immer schnell wieder am Boss seid. Sonst sucht euch irgendwas eigenes. Das ist mir egal. Willst du anfangen oder soll ich? Ja, ich fange an. Gibst du mir einen Spot dazwischen? Jo. Mein Aster weg ist. Nett von dir. Gut, dann kommt der Pullinger an. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt haben wir noch gute mit eurem Raid. Findet ihr das okay? Möchtest du mit mir kuscheln, Rambo? Nein. Wo ist der Blutdoss? Da werde ich umskillen müssen. Ich mag keine Bärenfälle. Oh, ich kratzt immer so am Arsch. Ja. Das ist schön. Oh. Müsst ihr euch halt mal qualitativ hochgehen bis heute? Ja, wahrscheinlich. Daran immer nur die Billigbärenfälle hier. Achso, machst du für die beiden Ads hier? Nö, ja, machst du nicht. Nö. Tschüss. Wollen wir das reflecten? Ich glaub, du kannst deine Resilience. Nö, nee, Resilience sind die auch nicht. Ich hab voll nirgends bekommen. Initiate
Orker fängt jetzt an mit Single Masse. Alter, ich komme nicht mehr raus. Alter! Dieser erste Mensch, Mann, unfassbar. Deswegen mögen wir Xai, weißt du? Sag Bescheid, wenn du Masse hast. Masse ist raus, hör mal auf, ey. Sei spätestens am dritten Raid mit dir wird sich das ändern. Ja. Oder wenn wir heute Brontes nicht gelegt hätten, dann. Ah, dieser Xeine, nur wegen dem haben wir es nicht geschafft. Ja, bestimmt. Nur weil Brontes Enrage gegangen ist, haben wir es geschafft. Und nichts anderem lag das. Foxy, wie ist eigentlich da unten die Luft am Ende der DPS-Tabelle? Alter. Oh, der ist ja wirklich letzte. Mit Abstand. Nein, ich hab hier jetzt für dich, komm. Bitte gleich bei Empos Burst, ja? Ich warne euch nur vor. Ist das nicht was? Sei, guck mal. Das ist super. Kannst du mal aufhören, jetzt hier so zu hypen, Alter? So, ohne Scheiß. Das ist schlimmer als die Typen drüben auf Insta mit Beast Fury, ey. Oh, Beef hat das gebracht. Oh, Beef hat das gemacht. Ich mach das eigentlich nur gerade, weil das den Toxi ganz besonders ärgert. Weißt du, das. Ja, nee, komm nur auf, ey. Okay. Höre auf, beruhige dich. Die ganze Woche schon mit Minderjährigen zu tun. Höre doch auf, beruhige dich. Die schätze die ganze Zeit auf Hugo, ja? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen sollen? Wo sind denn die Arzt, Mann? Sonst kann ich keine Masse machen. Masse ist raus. Komm doch mal her mit den Viechern. Ja. Da können wir die nicht mal 800 Meter entfernt vom Boss tanken? Ja, das soll ich nicht. Ich bin noch ein Typ. Kannst du nicht die Arzt antanken, Kyrie, und dann nicht zum Boss kommen? Was ist das für eine Art? War doch beim Boss, die sind doch auch gar nicht bei mir gewesen. Natürlich, die sind die doch in der Nähe gefahren, das hab ich doch genau gesehen. Ja, nee. Entschuldigung, Krombo. Ich hab ja gar keinen Strahl auf mir. Ja. Ray, du weißt schon, dass wenn du irgendwo Damage in den Raid bringst, dass das dann nicht für deine DPS zählt. Was? Ach, warum denn ich schon wieder? Weil du so schön warst. Ich weiß auch nicht, warum Xai das nicht bekommt. Das bin ich ja schon wieder letzter. Geh nochmal sterben, Toxi. Wenn du mit Rambo redest, zieht er vielleicht weg. Wen jetzt noch, genau? Ja, oder? Das ist nicht langsam mein Ende. Alter, ich bin jetzt weggerannt. Mit Werbung. Beispiel. Werbung. Immerhin, wenn wir mit Xai in den Dreadguts gehen, das Kind Sarah Daumen vor, heiratlich. War auch was. Power levels at zero. Alter, ich bin trotzdem noch Zweiter? Naja. Klar, du bist halt auch Beast. Ja. Ich will so Raid-Buff machen. Ray, du bist ja auch unsere kleine Maschine. So. Azar Tank, hat das irgendjemand? Ich hab 248. Ich hab einen. Wer braucht das noch? Noch irgendjemand? Oder der hat schon was bekommen? Ja, oder was wolltest du denn auch tanken? Nee. Na gut, dann nicht. Nicht im Force Raid. Also, ich hätte dich natürlich auch instant jetzt zum Tanken verdonnert, ist klar. Ja. Du hast was bekommen, jetzt tankst du. Ist ja logisch. Ich hab schon zwei Teile heute bekommen. Also. Ja, es ist schon in Ordnung, wenn Razor wenig Schaden macht, dann muss er halt irgendwann mal tanken, ne? User disconnected from your channel. Ja, User joined your channel. Ich hasse mich. Das ist richtig. Ich glaube, ich jetzt, sein. Jetzt kann Ray aber wenigstens auch mal Fives verstehen. Weißt du, das sind dieselben Gefühle, die entstehen. Warte nur, bis wir zu Chive gehen, da wär's besser. Oh, ich hab ein Disconnect. Ah, doch nicht. Nevermind.
Minuten. Ja, das haben wir also so gesehen. Hörst du sowas bei Xai? Ich hab Lags, ich hab Disconnect. Alter, auch okay. Xai ist halt auch älter. Das finde ich ja gut. Auch so diese Not zur Profilierung ist halt da auch weg. Ja. Das kommt erst noch beim angehenden Offizier, ey. Ja. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen verarscht. Von wegen, das mag Xai immer unter vier Ohren. Ohren? Ja, Augen geht ja nicht. Ja, ja. Ich hab schon wieder meinen Scheiß in den Hüpfskill. Ich bin immer noch auf den Hüpfskill. Den Massenspot oder was? Nee, nein, 25% AOE Damage. Den auch nicht. So, schauen wir mal in der Gruppe rum. Gruppe 2 geht hoch. Das heißt, ich fange an mit Single-Masse und Kyri nimmt dann ab und zieht ihn dahin. Gruppe 2 bleibt oben. Gruppe 2 macht in der 50% Phase den Norden. Das ist der Eingang. Ich markiere das nochmal mit DD-Marx. Gruppe 2 macht in der 50% Phase den Norden. Gruppe 1 macht in der 50% Phase den Süden. Das sind die Heiler-Marx. Ihr steht bitte nicht da, wo der Tank hochgekickt werde, sonst kriegt ihr den Swipe ab für 98.000. Das ist nicht besonders schön, das muss man nicht machen. Kann man aber reflekten, bla bla. Klärt das mit dem Heiler. Mir ist das egal, wenn ich sterbe, raste ich aus. Mein lieber Wacker. Ich bin in Gruppe 1 im Norden, ja. Wann möchtest du die Ablenkungen haben? 1 und 3 bitte. Also bei der ersten und bei der 50% müsste es dann sein. Halt, stopp. Gruppe 2 geht hoch, oder? Richtig? Lauf, genau bei dir. Gruppe 2 geht hoch, okay. Bleibt oben. Habe ich meist bei den Ungarn 1, 3 und so weiter, weil die 3 ist die 50% Phase. Kannst du das nächste Mal bitte die Gruppen erst ändern und dann ansagen, wo man hin muss? Warum? Ja, weil ich jetzt nach Süden gerannt wäre, wenn ich gerade nicht zufällig nochmal drauf geguckt hätte. Ja, das ist schon nicht mein Problem. Ja, das wird halt dann so dein. Ja, ich hab hier Ablenkung, alles safe. Na, geht los in 5, 4, 3, 2, 1, kommt los. Jetzt auch mal noch die 10 Sekunden warten können auf die Raptors, ne? Bitte von der Seite anspringen. Ich weiß nicht, dass du da gerade in den Beef gelaufen bist. Ich wusste nicht, wo lang die Raptors. Zweiter Schritt ist drauf. Kannst du hab ihn. Gruppe 1 zu den Arzt, Gruppe 2, Entschuldigung, Gruppe 2 zu den Arzt und hochkicken lassen. Motto Void geht auf einen von euch da oben, passt auf. Nochmal reinlaufen, Geiter. Rausgelaufen. Rein und raus. Jetzt nächste wieder. Ach, Kati. Oh. Machst du jetzt den Wildcode, dass du andere Leute anflamen musst mit dem Try? Oder? Nein, eigentlich. Oben aufhören wäre nicht schlecht. Dann hat ich glaube, ich wieder zurück. Ich bin unterwegs, wollte erstmal einen Einzelnen machen. Danke. Okay. Ich nicht, okay, von der Rambo. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Mein Heiler ist tot. Gegenüber. Zweiten Arzt. Wir brauchen dann Sekündchen, bis wir da sind. Komm, Bovi. Ich bleib dann direkt da. Mit dem Boss gleich ordentlich. Wird ja hoffentlich 50% Phase kommen, wenn jemand Damage passiert. War hier oder daneben ist. Ja, 50% Phase. Bitte vernünftig hochkicken lassen. Like this trick, been working on it a while. Alter! Ich mach den Einzelnen. Ich hab noch keine Masse. Masse ist bei mir raus mit Full Speed. Ich hab's dann noch nichts mehr. Ja, schon da. Wo sind meine Milis hier? Hallo? Fuck. Alle hier. Kommt ihr nochmal wieder? Oder? Ja, die sind in die falsche Richtung gerannt. Schön. Dann gehen wir runter. Ich sei ja noch gerannt.
Oh, bist du unten rein? Ey, ich klicke hier nur auf die Map. Ich geh runter. Hey, bitte, Kyriov. Wie denn? Guck mal, zwei Bewohner. Achso, wir haben noch über. Mach die Ärzte einfach, die oben sind. Blood and bones, that's all she wants. Der schießt auf, machen, schießt auf 20, schießt auf 20. Angeworfen. Könnte man den einzelnen. Nächste Gruppe, müssen jetzt einen Rage. Gut, schauen wir uns da. Also, ich habe das eingeteilt mit Marx und sogar angesagt. Ich weiß nicht, was da für Komplikationen entstehen in eurem Kopf. Aber nichtsdestoweniger, ich sage das gerne nochmal. Die Gruppe, die oben ist, Gruppe 2, die macht den Eingang, das ist der Norden. Und Gruppe 1 macht den Süden. Ich mag das gleich nochmal. Ja. Hast du denn noch was gedreht? Ich hätte schwören können, dass ich im Norden bin. Ich habe nie was gedreht. Oh. Eingang ist Norden. Und der Ausgang Süd. Da bekommt Niara das Mount und benutzt es nicht. Ich finde das hier viel schöner. Ja, Willis, bitte von hier anfangen. Danke, wir sind voll. Gerne. Aber noch 15 Sekunden haben wir Rappers. Nein, eine Minute 40 vielleicht Rappers. Ja, den Sage-Buff. Es geht los in 5, 4, 3. 2, 1. Der Spurt ist drauf. Ich hab. Ja, schön. Hab ihn. Spack da wieder. Ja, okay. You like this trick? Been working on it a while. Gruppe 2 nach oben. Go for the ice thrash. It is the best. Was ist los? Auf mir. Toxin. Ahu. Trick. Been working on it a while. Droids, soldiers, bah. Give was ist los? Beast any day. Isn't that right, Thrash? Train them right and they'll do anything for you. Even kill. Hamburg. Lass uns schon mal wieder rüber gehen, Tavi, ansonsten stehen wir auf der falschen Seite. Ich lass mich da kicken, wo es Feuer ist. Lasst euch bitte richtig kicken diesmal. You like this trick? Been working on it a while. Das war tatsächlich mal klug. Ganz hochspringen. Ja, Mann, ich hab das gerade angesprungen wieder. Schön.
Ja, und Dean hypt ihr, ja? Hypt ihr. Ich bin unten. Was hat der Ray jetzt gerade? Ray, jetzt gerade bist du der Erste in der Challenge, bist du der Gehypte. Los, Ray, los, Ray. Ja, Xai, guck dir mal an, wie man hier richtig Schaden macht, ja? Like this trip, andere Seite. Wir werden es auch nicht stehen lassen, ne? Mann. Ein Otto geworden, der Typ. Oh. That's my girl. Let him okay, FC, da ist an. Gar kein Problem. Na, ich hab eine Special Mission gerade. Oh, zu wenig, was da los? Ich geh mal kurz runter da. Mir hat keiner geredet und ich hab echt nicht hingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab null auf dem Boden. Krieg ich jetzt einen Rest oder eher nicht so? Von 8 Leuten, die da stehen? Leute von Toxey. Alter, Xai ist neben mir, ich kann jetzt nicht retten. Was? Okay, soll ich dich hochziehen? Nein. Geh weg. Lass mich doch recken bis zum Ende, Alter. Da ist doch der Feuerteufel. Ja, hab ich davon einen Tick bekommen? Ja. Jetzt kannst du mich hochziehen. Kannst du mich hochziehen? Wie denn, du bist doch nicht tot. Ja. Oh Mann! Ich stehe hier so semi oben. Ich lade die Decke hoch. Soll ich die mal anditschen für mich? Hm, nice. Gut, dass sie aufhört zu heilen. Schon gut. Nee, nur wenn du hochspringst, ne? Ja. Lieg unter dem Boss, Rambo. Ich stehe neben dir. Ich hab dich geheilt. Dann hat's halt nicht gereicht. Guck nach bei deinem Tod. Er war voll drauf. HTPS, was hab ich denn bekommen? Ohne Healing Drones, cool. Hallo, er war voll drauf. Ich war voll drauf. Hast du auch noch einen Heilkreis vorher geschmissen, Rambo? Nein. Dann warst du nicht voll drauf. Also, jetzt mal im Ernst. Aber wenn die Person, die da gestorben ist, einfach vorher nicht gestorben wäre, wäre das vielleicht gar nicht passiert, ne? Weißt du, wer nicht? Was haben wir denn hier? Heatseeker müssen als meins, hab ich gehört. Haben wir irgendwelche Kommandos? Yay! So. Shepard's aber. Der Typ ist der Shepard, also ohne Mist, ey. Wir gehen oben rum, um genug Sages. Die, die es nicht können, will einfach stehen bleiben, dass wir euch ziehen können. Der kloppt dich aber hier auch in die Wand, ne? Da ist ein Abdruck, Alter. Aber Kati geht nach unten. Nach oben geht nicht. Ja, deswegen bleibt Kati hier stehen, wird von Rambo gezogen und Kati zieht noch einen hoch. Wieso darf ich nicht mal probieren hochzukommen, Leute? Was ist hier los? Ja, da sind die Ketten auch glitschig, also ziemlich doch. Glaube ich nichts für dich, Kati. Ziemlich gefährlich hier hochzukommen, ne? Ja. Oh, ich bin auch eine Pyramide, wo ich anklicken kann, ist ja scheiße. So. Was ist denn? Ich ziehe ja niemanden, die sind alle da, da mache ich gar nicht rum, dann bleiben sie wieder irgendwo hängen. Tavi, geh mal auf. Also, ich stehe jetzt unten. Okay. Kati kann den nächsten? Ach, Kati ist noch unten, alles klar. Kati hat es wieder nach unten geschafft. Ihr schafft das, ich Schakka und so, ne? Ich hol mal schon ein Bier. Ich hab doch gerade gesagt, wie das laufen soll. Wieso macht ihr das denn eigentlich einfach? Dann sind wir schon längst fertig. Kann ich hier ein Duell machen mit? Du musst quasi kann ich von ziehen. Da darauf springen, wo Kati gerade ist, gesagt, da musst du ganz kurz nach hinten tippen und dann gerade hochspringen und dann B. Ah, also warum macht man hier sowas? Damit man Zeit spart. Das ist super schön. Wenn man nicht so Movement-Krüppel ist, dann geht es. Ich habe alle Datakonten. Oh, vorwärts, ja, super. Wer kaum. Wer denn nicht? Das ist auf Marke wahrscheinlich sich irgendwie hinporten lassen oder so. Die besten. Das war auch der komplette Text von Xai's Raid-Bewerbung, ne? Ich habe alle Datakonten. Movement kann ich. Ja, sag doch. Ey. Ich möchte ja mal ganz kurz darauf hinweisen, dass Ray das geschafft hat. Hab's auch geschafft. Was hab ich geschafft? Nach oben. Ich schaffe es immer nach oben. Top Play ist auch nicht. Ich bin ein Siegertyp, ich schaffe es immer nach oben. Ja, ist so. Er ist noch jung, lass ihn doch noch träumen, bitte. Ray, ich hab dich einfach nur gerade gelobt. Chongon und Red K machen blau, Kyrie und Xai machen gold.
Toxe und Niara machen rot und Kirta und Rambo machen grün. Hätte ich sogar schon zu rot herabgestuft. Ja, früher hatte ich immer. Ja, willkommen, ich bin immer rot, was heißt das denn? Ja, dass du kacke bist. Ah, okay, danke. Willkommen nochmal, Xai. Viel Spaß mit meinem Redplatz. Also Xai, du kannst wieder kommen, aber Niara, ne? Xai, kannst du den linken als erstes unterbrechen? Ich mach den zweiten und reflekt den. Ich möchte erst meinen, ich sag nicht, ich kann mal auch mal reflekten. Okay. Den linken. Den linken. Okay. Control teams, this is Ops. You've got your assignments. We're here to show the Huts what we can do. So no room for screw-ups. Stick to your patrol zones, maintain contact, and keep your eyes open. So, und Kati. Weil ich sehr verbunden bin, wenn ich pull. Kati, du musst bei Blau displayen. Bei Blau displayen, bitte. Einen? Ich will kein Display. Hab ich den anderen? Du kannst mich mal, ja? Ich hab's keinen dagegen, oder was? Das ist bei mir selbst. Ich werde nicht zur Not. Mhm, super. Freue ich mir. Dauert eh, bis ich da bin. Warum fährst du denn nicht mit uns mit? Ja. Womit? Bitte nicht. Warum zeige ich los. Ich immer hier warten muss, fahren, bis der weit genug weg ist. Und dann kann ich. Darf ich immer den anderen nehmen, der. Und ja. Oh, wie schade. War nicht so geil. Den ist müsstest du jetzt. Ja. Der kann man auch ganz entspannt einfach oben lang gehen. Bin ja auf den Fersen, du kannst pullen. Nee. Hier sind Räume, die habe ich noch nie gesehen. Hier ist ein Schlafzimmer eingerichtet, über grün. Schönes, oder? Ja, ist eigentlich relativ schön. Vier Betten, da steht ein Kühlschrank. Also so eine Bar, meine ich. Was auf jeden Fall steht. Warte, was haben wir denn hier für Leute? Können wir doch schnell umhauen. Dabei. Xay, der wird unbedingt in meine Heilung laufen. Ja, nochmal nachfragen. Xay oder Xai? Nein. Egal. Okay. Also Xay. Deutscher Maro. Ein 33er deutscher Maro. Ich von meinem Main Xayun und dann wurde ich halt immer. Das ist ein purer Sif. Entartet Erra! Haben die Buchstaben wild durcheinander gewürfelt. Gewirbelt. Jetzt, wenn ich fange an, kannst du dann, wenn meine ersten beiden Spots drauf sind, bitte nachspringen? Okay. Das wäre Knorke. Ich möchte aber eigentlich, dass Niara Akku zieht und diesmal reflektet, damit er wieder mit. Ey, das ist deswegen okay. Das Angebot als Heiler steht, ne? Ich mach halt senden. Was war denn los? Sind alle da? Wo machst du da? Ich mach einen RC. Rechts hin. Ja, ich mach nix. Ich mach keinen RC, weil ich kein Lied. Cool, kommt in 5. 8. 4. 3. 2. 1. The Operation Center is under attack. Du hast zwei Spots, hast du gesagt, oder machst du drei? Ja, zwei. Wenn der abläuft, dann müsstest du bitte. Hopp. Soll ich dann nochmal zwischenspotten, oder? Ja, du spottest jetzt einfach ab. Dachte ich. Gut. Hab ihn. Aber Lennart, komm. Ist das? Haben wir alles so gut gemacht? Haben wir genauso gewollt, ja? Hier vorne rechts, das Geschütz tötet nicht viel Multitot. Die Maschine, die auf dem Sack, Alter. Alter! Mach dir mal das Ding kaputt, bitte, das schießt auf mich, danke! War immer nicht so laut hier. Ich hatte ihn fast wieder ready gehabt. Alter, das ist hier nicht dein Imp-Raid mit 16-Jährigen, okay? Wir spielen hier ordentlich. Wurde mal zu. Ich helfe dir verlassenmäßig. Sei kein Dummi, mach's mit Gummi. Lass dir den. Du hältst jetzt die Akku bis zum Ende. Aha. Mhm. Hast du so beschlossen, ne? Hab mir so gedacht, ja.
Ob der Boss mag das nicht, wenn man immer links nach rechts läuft. Meinst du? Und mal vorne zurück. Mal gucken. Oh, zurück ist aber langsam. Eieieiei. Der Boss sieht ein bisschen stylisch aus. Wie er so eine Hand nach vorne macht und dann wie so eine Schwuppe. Blöder Wichser. Was haben wir hier denn? Guck mal, 244 Dev-Ohr. Das ist so richtig ja, geil. Ja? Wollen wir noch mal kurz einen Stopper schauen? Ja, Xai, bei Reflect-Bossen bist du ganz weit vorne. Ja, ja. Absolut. Wir werden das ja gleich sehen bei den Kartell-Warlords. Was heißt denn Reflect so? Ja, naja, war das nicht gerade deine Aussage? Die können nicht reflecten! Ja, aber das hat noch eine DPS gemacht. Und vor allem, ich will Multidot spielen, ich mach mein Ding nicht. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist nicht auf jetzt nachher. Ach. Ein von den beiden dicken Mongos, Schön. Gefällt mir. Auf dem TS schaut aus wie ein Arier. Das Lichtschwert als erstes. Welchen Fahrstuhl bist du? Ich hätte gerne den Eingangsfahrstuhl. Ich hätte gerne den Eingangsfahrstuhl. Der macht doch. Quasi vorne. Nein, das ist bestimmt hinten bei vielen Leuten. Ja. Jetzt willst du willst das Original als vorne betrachtet haben? Jetzt ist das vorne. Ja, so schön. Das ist auch vernünftig. Siehst du mich, Günther? Ich stehe da vorne. Da hinten, sagt er doch selber, Mann. Ich weiß. Das Lichtschwert als erstes. Komisches Lichtschwert. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Was hast du erwartet, Xai hat einen Token? War so ein bisschen Konkurrenz belebt doch das Geschäft, ne? Aber ich wäre euch sehr verboten, wenn ihr den roten zuerst drückt. Und nicht scheiße seid, so wie eben. Aha, Niara. Ich mach. Eine Säule des Raids. Nein. Niara hat es gemacht, damit er nicht sich was anderes entscheiden muss, ne? Ach man, ich hab jetzt den Trottel-Token bekommen. Ja, genau den. Der ist rote drücken da. Nochmal so und so. Aua. Wollt ihr die auch mal umbringen, oder? Wollt ihr mal nicht bei dem Pult haben, ja? Nicht. Ne, wir haben ja jetzt gerade 3 Token rumgeholt, ne? Da dauert es ein bisschen länger. Ja, genau, Seite. Sei so böse. Edka und Kirta. Guck dir, da hinten ist doch noch einer, guck. Wenn am Auftop. Oh, ich tank einen. Mach hier mal eine Masse. Okay. Sonst hat die Kati einen schlimmen Schmerz. Okay, was wollen wir denn? Ich die Kette drücken. War euch schon wieder los? Ja, war nicht so gut. Ja, drück mal zuerst, mein Lieber. Käufer töten. Und den da. Arzt nur tanken. Psst. Was ist denn hier kicherig? Das muss aber auch mal erwähnt werden. Ist auf dem Stream, ja, da macht nix. Lennart, was hast du getan? Ich muss auch mal damit leben können, Dinge nicht zu wissen, Orca. Ja, aber das... Ich kann das auch. Er scheint mir lustig. Ich bin meiner. Alter, ich will den auch. So, ja. Amt. Ja, dumm, wenn man als erster spottet, ne? Ja, du. Wir ziehen das durch, doch. Aha. Let's find out. Jetzt kannst du den Linken noch haben. Kannst du doch glücklich machen damit. Ich glaube, der möchte Toxie. Ray, willst du den haben? Nö, den kann ich nicht reflekten. Nicht kann. Den, Leonard, kannst du den reflekten? Originale nichts können. Ja. Das ist eine Baustelle komm für Idioten, ja. Ernsthaft, wir müssen fertig jetzt sein. Dann geh nochmal richtig ran, na, 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 na,
Hanararat, ja, stimmt. War jemand die Spinne gesehen? Wo ist die eigentlich geblieben, ne? Moment, ich hab Opfer die... Nummer 1, mein Freund Nummer 1. Also 4.x irgendwas habe ich die, also kurz bevor die aufgehört hat, habe ich die mal gesehen. Da war die bei irgendeiner Gilde. So, dann. Naja, nicht bei ihrem Standard-Dings da, dieses Teil der Guards, wo sie früher den Chef genehmt hat. Alderaan hieß er, ne? Teil der Alderaan. Sondern bei irgendwas anderem, aber irgendwas sowas Pink Fluffy Unicorn-mäßiges, keine Ahnung. Oh, das ist auch schön. Das kann ich mal mit der One anmachen, das ist gut. Warte mal. Was haben wir in der nächsten Reihe? Ja, kannst du auch so denken, ne? Machst du da noch nie ein Cat dazu, oder? Oh ja, die Chinstrom. Und kannst du eigentlich auch bei dir im Stream gezielt Werbung schalten? Dann kannst du ja für uns Squawky Porky mal ein bisschen. Wir hätten hier ein Bäumchen gepflanzt. Was für die Umwelt tun? In Frieden und so. Alter! Ich aber so weit, muss das sein. Siehst du das? Siehst du das? Ja, er stellt sich dazwischen einfach frech. Ich habe das schon gemerkt. Ist notiert im Raid-Kalender, ja? Er stellt sich in die Mitte. Nicht? Bei Ryan nicht. Okay. Dieses Widerstehen, ey, ich kann es nicht mehr lesen. Bei mir steht ja Resist. Nein, bei mir steht Widerstand. Ja, dann müssen wir irgendwie kleinen Dollar haben. Oh Gott. Wenn jetzt der Kiekop zuguckt, verstehst du? Ich hab Schmerzen gerade. Ray, hier ist links einer. Ja, das reicht auch jetzt für einen Boss, okay? Okay, ich hab noch ein paar für den nächsten. Also haben wir die auch gut, ey. Ey, also. Das war einer, hau mal ab, ey. Weil du stehst ja gar nicht in der Mitte, was ist denn da los? Ich steh doch in der Mitte. Let's find out. Was? Scheiß Maro. So, schafft ihr das halt eigentlich ohne grünen Gebirge? Oh. So. Was? Okay, die grüne Weide halt... kommt, die kommt ja erst noch. Ja, Kati fragt jetzt schon mal, ob ihr das schafft, ohne dass wir den bekommen. Ach so, nein, das wird wohl nichts. Mhm. Wieso denkst du nichts, Win? Ich denke, Orca will wieder den Boss tanken und damit ist es beschlossene Sache, dass wir Granaten kriegen. Ich war aber beide nur noch in der Orca letzte Woche. Letzte Woche war ich ja nicht dabei bei Antwort. Das ist halt Focus Damage, ne? Das ist. Die müssen gleichzeitig fallen. Können die mal richtig den ersten Reflektor und den zweiten, oder? Ich hab keinen Reflekt. Kannst behalten, die Scheiße. Bin behalten, Mann. Even sure what this does. Let's find out. Time to show my Salamander. Ah! Ouchie. Ouchie. Oh, Five Final Offer näher gerade dein Einsatz. Also, du hast keine Akku. Ja, schau mal. Jetzt sagen wir mal gewendet, ne? Ja, normalerweise zieht Rudolf im Akku. Ja. Ich habe jetzt genug Pink Fluffy Unicorns gehört. Echt? Hast du die dann eigentlich auch auf dem Stream oder hast du die extra? Klar. Ich würde den Sinn ausschalten. Ja, das ist ja nicht meine Schuld, ne? Also, wer hier nix abkann, ne, der ist hier an der falschen Adresse. Kannst du mal das Ding da hinten hängen? Was willst du denn? Was ist denn dein Problem immer? Du kannst das Ding auch interrupten. Das Damage machen. Die kannst du mal ordentlich spielen, wenn sie nicht drüben mit den 16-Jährigen im Raid. Ja, das ist aber wirklich so. Ja, ihr müsst auch mal lernen, dass ihr interrupten könnt. Das ist auch bei Type nachher wichtig. Du meinst, wenn man dann den gelben Strahl interruptet? Es muss einer kicken. Ach, jetzt kommt der Gelbe. Oh, der wurde gekickt. Kann ich mir ja, die Aussage von Oliver halt einfach
Das war meine Aussage, ja? Und die war nicht klar, ich habe nur gesagt, ich kann nicht alle drei unterbrechen. Das war meine Aussage. Du hast gesagt, jetzt muss einer kicken, das hast du gesagt. Zitat. Ich kann nicht alle drei unterbrechen. Könnt ihr mal kurz die Fresse halten? Svenny, nee. Du hast doch mit Sicherheit eine Hand frei. Kannst du jetzt mal bitte den Musikwunsch erfüllen und den Schöpfersong anmachen? Wäre das möglich? Ich kann das nicht. Ja, das solltest du. Junge, den Dressing Shaker sollst du ja nicht auspacken, Mann, verstehst du? Der Schepper-Song, bitte. Ja? Nee, heute wird nicht gescheppert. Was? Du Affe! Du Affe! Ich hatte kurz Error im Kopf. Steht dir das nicht? Nein. Okay, dann nicht. Da macht man keine Witze, ja? Weil, oh, ja, war es nicht der französische Philosoph René Cartes? Nee, der war es nicht. Und ihr das aufpassen, heißt egal. Reflect. Ja, nice. Bam. Super, für 22.000. Okay, normal Schaden machen. Besser als nichts, oder? Ja, du kannst ja zusätzlich noch normal Schaden machen, Jara. Nee, ging ja nicht, wird ja gestunt. Da kann hydraulisch frei. Schade. Weil ich die ganze Zeit die Minen aus der Gruppe trage. Sorry, das Raid, sag ich. Was ja, die trägt er zusammen mit Xyros. Ich will wissen, was das ist, was bei denen läuft, bei den beiden, ne? Mal guck an, wie der Orki das schafft. Ja, warte mal ab. Ach, der Ray lässt die Bombe einfach mittendrin, ne? Das ist, dass drei Leute hochfliegen. Ja, der Ray, ja, ist einer war geplant. Orker wollte ich nicht sprengen. Glaubst du, warum Ray nicht aufgestellt ist im ersten Nightmare Contest, weil er einfach nicht macht, was er gesagt wird? Der erinnert mich ein bisschen an China Rika. Ist halt so, Mann. Das kann man doch menschen. Ungefähr gleiches Alter. So, was ist hier mit? Will das einer haben? Hat jemand ein Dingens hier? Wie heißt das? Das ist kein ein Kommando, du Affe. Fucking Kommando, die Ding. Yo, also wenn es niemand braucht. Ja, was heißt denn yo, drück doch mal /RND, Mann. Noch jemand? Ja, bitte. Mal kurz Mädchenblase wegbringen. Oh. Ja, Blase da, das hat sie auch aus dem Kindergarten, ey. Die säuft einfach den ganzen Tag. Das ist auch möglich, ja. Vielleicht hält sie das auch anders nicht aus, den Laden da drüben, ey. Ich bin auch mal kurz auf Toilette. Was die Arbeit, natürlich, ne? Natürlich, die Mädchenblase ruft, ne? Ne, Männerblase, ja. Ich war jetzt seit gestern nicht. Das ist dann okay. Salamander. Ja. Axelon. Wait, was? Oh, ja, lauf halt noch weiter weg vom Heiler, du Affe. Hey. Ja, du musst auch mal mitkommen, wenn die alle weg sind hier. Der Lenny auch eine Mädchenblase? Na klar. Ja, die Männer werden so. So, wir ziehen die raus. Das habe ich vorhin gestern in so einem HC-Raid gelernt, das war super. Alter, zu viel gelacht. Ist dann. Guck mal, wie gut das geht. Ja? Ich bin in die Ecke aber auch rum hier. Jetzt kommt der Midi drüber, den ich weil er Schaden gemacht hat. Ja, weißt du, wenn du schon diese HC-Taktiken machst, dann machst du wenigstens ordentlich, weißt du? Ja, du bist doch vorgerannt wie so ein Otto. Wieso bin ich vorgerannt? Hab ich Schaden gemacht? Ich bin einfach nur wieder zurückgekommen. Ja, das war dann Rainbow. Ich muss selber dafür sorgen, dass die Leute hier kein Damage machen und solche Scheiße machen. Ja, aber das geht immer nicht. Vor allem, es geht auch, ich merke, es geht so viel schneller. Ja, wir müssen auch gar nicht mehr einzelne Mobs machen. Ja. Ja. Was? Ja. So, geh mal davon aus, dass wir das Erfolgstag spielen. Na klar. So, hallo. Ihr skillt bitte alle um, dass ihr Movement Impairing Effects wegbekommt mit Force Speed, Niederkauen, Gedöns hier, Acro Reduce, whatever. Beide Skills bitte auf jeden Fall Prä damit, dass wir das nehmen können. Wir machen folgendes: Wir fokussen zuerst Vilos Gar. Das heißt, die beiden Melis hoppeln immer Vilos Gar hinterher den ganzen Tag.
Toxey, du dispelst dich immer selbst. Xai, du musst halt wirklich aufpassen, dass wenn du irgendwas hast, dass du es dann auch usest. Du wirst ziemlich oft Granate bekommen, wahrscheinlich im Worst Case. Sonst Niara anbrüllen, dass er dich dispeln soll. Also allgemein, wenn du das nächste nicht selbst nehmen kannst, sagst du einfach, kann den nächsten nicht selbst machen. Dann weiß Niara, dass er dich dispeln soll, solltest du eine Granate bekommen. Okay, wie sieht's mit der Preda aus? Soll ich die, also damit die Granaten generell jedes zweite Mal wegmachen, oder? Machst du primär nur für dich und nur wenn wir nachher auf Thunder gehen, machst du die alle, also sobald sie ready ist, halt alle zwei Granaten. Mhm. In der ersten Phase benutzt du es nur für dich, weil ich echt Angst habe, dass du irgendwie 3, 4, 5, 6 Granaten bekommst. Gut, wir fokussen Viluscar, wie gesagt, dann machen wir Thunder. Dann springt Horik in die Mitte, also Horik wird hier hinspringen. Nee, Quatsch. Horik wird dahin springen. Und bitteren Strahl machen wir bei Braun, das ich weiß nicht, ob du die Taktik allgemein kennst, deswegen erkläre ich sie lieber einmal. Mhm. Der Strahl geht vom Tankzeichen bis zum Heilerzeichen und dreht dann im Uhrzeigersinn, das heißt Richtung DD-Zeichen rundherum. Du darfst in diesem Strahl nicht stehen, der ist instant tot. Das bedeutet, wir laufen mit Tuchuk um Horik rum und machen die ganze Zeit Damage auf Tuchuk. Das machen die Tanks. Sobald Tuchuk tot ist, wird Horik 2 Ads spawnen. Die werden bei den beiden DD-Zeichen spawnen. Wir gehen als erstes immer auf das von hier aus den rechte, also auf das DD-Tank-Zeichen. Das wird als erstes gefokust von allen DDs. Das heißt, ihr Melis passt auf, dass ihr auf Max Range steht, wirklich auf 4 Meter und halt im Dreieck versetzt. Denn Horik steht in der Mitte und macht einen Mörserhagel random auf jede Person. Das heißt, 4 Meter um dich rum machst du Damage. Deswegen darf niemand in deinem unmittelbaren Umkreis stehen. Deswegen werden wir jetzt auch die Endphase einteilen, also wenn alles tot ist und Horik in die Mitte gesprungen ist. Dann steht bitte Xai beim DD-Zeichen. Toxey steht bitte beim Heiler-Zeichen. Kyrie steht bitte beim Tank-Zeichen hier vorne. Und ich stehe beim Tank-DD-Zeichen. Kirta steht bitte außen beim DD-Zeichen hier vorne rechts. Du machst bitte, sobald beide Arzt tot sind, Revo-Schild. Niara, du stehst bitte hier vorne links, hinten links beim Tankzeichen. Und die beiden Heiler schräg versetzt, das heißt Rambo hier vorne links beim DD-Heilerzeichen. Und Kati, du stehst hinten rechts beim blanken Heilerzeichen. Sinn ist, dass ihr so nah dran steht, dass ihr, wenn ein Heilkreis unter den Boss gelegt wird, dass ihr den alle abkommt. Ja, also testet das ein bisschen aus. Wichtig ist, im 4 Meter Umkreis von euch darf niemand stehen. Gut, ich mach Tuchuk, Orca macht Thunder. Wer macht den ersten Dispel? Ich kann anfangen. Bitte was? Ich. Okay. Rambo, bist du wieder gemüdet? Nein. Nur noch mal kurz zu Horik, das mit dem Drehen macht er nur in der vorletzten Phase, ne? Also nur in der vorletzten Phase, genau. erst wenn Thunder tot ist. Wo lang fängt er an? Richtung Ausgang, oder? Geht vom Tankzeichen zum Heilerzeichen. Okay. Und dreht dann Richtung DD-Zeichen. Alles klar. Das heißt, wenn Thunder, also du bist ja sowieso hier vorne, dich interessiert das eh nicht, aber die Rangers dürfen halt da nicht stehen. Ich nehme dann wieder das vom Eingang aus gesehen rechte Ad. Nö. Gut. Ja, ich fange an, wenn du es runter musst. Ja, alles klar. Dann geht's los in 5, 4, 3, 2, 1. Hopp! Hab. 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 Aus dem AOE raus, Leute, bitte. Wo sind denn die Raid Buffs, die anderen 7, die wir haben? Immer nur meine. Hab. Hab. Hab.
Hab. Bitte auf ihn. Schatze. Hab. Sei Blutdurst. Hab. Was soll ich denn? Stuck, egal. Machen wir nochmal. Und nachher ein Match, dann die weniger. Was ist da los, Kirin? Erstmal, aber meine Schulter ist er weggelaufen. Weiß nicht, wer da dran stand, als er das Ding. Eigentlich war ich nah genug. Und dann hatte ich keinen Sport gerade. Wir haben das Damage noch gemacht. Beim zweiten Mal habe ich einen Tick ins Feuer abbekommen und war instant tot. Aber du warst gerade erst gerettet, wahrscheinlich. Ja. Von 3 Ticks, ne? 4. Was? So viel? Mhm. 3 Sekunden. 3 Sekunden lang, wenn das vorher kommt. Gut, dann war ich da ein bisschen zu langsam. Wie jeder guard oder was? Oder wieso kann ich niemanden garden? Ach, weil du mich gerade. Weil du gegardet bist. Warum gardest du mich denn? Der Damage kriegst. Das ist Quatsch, das möchte ich nicht. War besser so. Dann geht's los in 5, 4, 3, 2, 1. Hopp! 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 Too late now! Wer macht denn da die ganze Zeit Match auf Sander? Bist du schon tot oder? Hopp! Hopp! Ja, Toxi, musst du den dort auch runternehmen? Ich hab kein Display mehr gehabt. Ich hab kurz zweimal bekommen. Ich heb ihn auf. Kann nicht ratzen. Ich hab ihn. Hab. Geh bitte weg da. Hab. 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 Ist Milos tot? Nein, immer noch nicht. Danke. Hab. Jetzt ist Milos tot, ist auf Sander. Jetzt aufpassen, dass er immer wegläuft, wenn er Fixieren macht. Hab. Soll jetzt bitte einfach immer Preda machen, wenn du eine Granate siehst und dann geht das zweite Mal. Okay, geht einfach raus. Immer noch mal das? Jogs, ich versuche ihn mal aufzuheben, bitte. Ich hab noch 1 Minute 20 Kugeln. Okay, 1 Minute 10, brauchst du den Zistel. Hopp! Hopp! Tim, wenn ich mal bitte. Ich weiß gar nicht, wie du näher dran sein kannst. Hopp! Hab. Kyrie, wenn Sander tot ist, versuch mal bitte aufzuheben. Dass es schneller geht als die 1,20, sonst Toxie bitte versuchen. Hab. Hab.
habe. Ich renne aber heute auch Kreise. Hopp. Dann vielleicht vor, weg, weg, der Kati, weg, da. Ja, ich muss gezogen werden. Sag doch mal bitte den Ton. Alter, ich krieg keiner das Maul auf, sondern leicht tot ist, oder? Was wird jetzt hier? Stuck. Hattest du noch was frei zum Reinigen? Hast du nicht mitbekommen? Hatte ich dann einfach gar nicht. Was war okay? Ich hab's dann selber gemacht, dann in dem Moment auch, aber hab einfach nicht drauf geguckt, hab voll. Du, was war bei Toxilos und was war bei Xylos? Ich hatte das Gel drauf. Ja. Aber da war da kein Despair mehr. Ich hatte gedacht, das geht sich aus mit Medpack und dann 2 Sekunden. Ist sich nicht ausgegangen, weil da kam Spray and Pray. Da ich stand beim Fixer am Boss und war halt instant weg. Immer ready für die angekommen und war instant weg, ja. Ich hab sie dreimal hintereinander bekommen. Ja, aber die kommt doch nur alle 15 Sekunden, oder nicht? Das ist doch dein Dispel immer ready, oder? Weiß nicht, mein Dispel war auf Cooldown, ich weiß nicht warum. Ja, na ja, gut. Also ich hatte Dodge noch auf Cooldown, das war auf 2 Sekunden. Eigentlich mein Dispel war auf Cooldown. Hm. Awesome, ich hab mit 80k weggehauen. Finde ich heute einfach nur keine Pose oder rennt ihr beide extrem weit auseinander? Es reicht, du findest keine Pose, es reicht, wenn du zwischen den beiden Dingern maximal hin und her läufst. Du musst nicht so weit laufen. Ich hab's halt gerade mal gegenkontrolliert und ich habe mich dahingestellt, wo du warst, um Sveni zu dispeln. Es waren halt dann 17 Meter. Okay. Ja, keine Ahnung, passt bitte auf Sander auf. Ihr seht den Cast. Lauft einfach weg, Kyrie sportet auch vernünftig zügig, also von daher. Mehr als ein Hit geht da eh nicht raus. Macht einfach ordentlich. Naja, es war ja der erste Hit, der ihn zerlegt. Ja, eben, also da muss halt niemand dran stehen. So, dann geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Hab. 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 Es wäre sehr schön, wenn bei Sander 10% jemand Bescheid sagt. Das ist gerade nicht übergekommen. Hab. 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 Wer ist bei 20? Hab. Wer ist bei 10? 5. 2. Ich bin das tot. Hab. Hab. Waren dabei 50 gleich. Hab. Hab. Alter, Horrex ist auch noch mit drauf gewesen. Du bist halt weg, wenn der Chaos kommt. Ja, wenn er durch ist. Ist kann ich nicht jedes Mal anspringen. Hab. Alter. Hab.
Doxy, kannst du ihn aufheben? 40. 20% 2. Ja, ja, dann bitte Kyri aufheben, sobald du kannst. Und sobald Zander tot ist. 15. Hopp. Fünf. Hab. Vier. Zwei. Eins. Weg. Hab. Hab. Nicht annehmen, nicht annehmen. Ja, ist das schon. Okay. Jetzt kannst du. Kati. Hab. Wenn ich ihn nicht abspotten soll, sag Bescheid. Jo, noch hab ich alles. Hab. Die Ranges könnten schon mal Horik auf 80% einstellen. Pass auf, auf Horik laufen Dots von mir. Ich warte noch ein bisschen. Hab. 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 Horik 84. Okay, ist der weggegangen? Kann jemand helfen? Ich hab. Da ich mach gleich bei dem Eingang rechts den ersten Kick, kann man zu den zweiten machen, bitte? Mhm. Er macht eine Vollautomatik, muss unterbrochen Arzt, werden. Bitte. Vorsicht jetzt. Er verteilt euch vernünftig die Ranges schon mal, wo auf sie ist. Ab. Mit Steph CD ist jetzt Tank gerade jetzt. Ramo, kannst du bitte den nächsten kicken bei mir? Ich sag dir Bescheid. Ja. Jetzt. Hab. Den essen. Hast du den nächsten, Svenny? Ich kann den nächsten nicht. Ich kann. Verteilt euch bitte um den Mob. Ich weiß, es ist Posi-Bug, aber springt mal ein bisschen rüber. Wenn ich mal so ein Stück nach rechts. Ab. Und den Boss fahren vernünftig. Ist der Posi-Bug so bei mir oder stehst du an der Stufe? Wenn ihr willst, du die anderen Raidbots auch anzeigen? Muss ich? Ja, anscheinend. Raidbuffs wären übrigens jetzt vom Vorteil. Na, ja, warte, ich kann kurz einen haben wir. Stacks. Ja, einen haben wir noch. Ne, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch, die kommen immer so nach und nach. Zwei schöne Raidbuffs. Zwei. Noch einer? Ah, ja, warte, warte, warte. Alter, komm, ich mache ja schon nur noch Autoschüsse. Nein, ich weiß, wie viel Kacke das ist als CD. Alles gut. Das Kommando, DD. Neues Sentinel ist es nicht besser. Doch, hast du auf Ding? Ich kann meinen Bürsten. Ja, okay. Was zur Hölle? Darf ich sie auch noch nicht gespielt? Braucht jemand das Highlight? Ach, das DD-Ding. Yeah. Ja, das würde ich nehmen. Listet. CD Sage. Würde ich auch nehmen. Tabi hat auch noch gar nichts bekommen, Rambo hat schon was bekommen. Dann kriegt es Tabi. Ja. Wieder seinen Scheiß gelootet. Haben wir schon wieder hier? Ja, aber. What's up? Okay. Junge. Hm.
Alchemie mal rausgefunden, was diese Void macht, weil Damage macht mir nicht. Gib dich weg. Das war's, ne? Und macht ein kleines bisschen Damage, glaube ich. Aber erst wenn wir durchbleiben, diese Entscheidung. Warte, ich gucke. Also mir passiert das Ding halt nicht. Also die macht ungefähr 10% bei mir und kickt halt. Jetzt ist sie einfach weggelaufen. Also bei mir hat es 24.000 gemacht. War es die Void oder war es das Ab? Das ist ja die Frage. Das ist wahrscheinlich eher die Ad-Explosion. Ne? Safeguards disabled. Vorhin liegen oder? Wo ist denn der Lennart? Und nochmal Katja widerstanden. Du hast gesagt, du kannst mir nicht widerstehen, ne? Deinem Heal schon, ne? Und deinem Rest. Machen wir noch kurze Pause oder direkt weiter? Ja. Ja, was? Wenn du AFK musst, Niara, nochmal, nachdem du schon AFK warst, dann geh doch einfach AFK, ja? Ich war ja nicht direkt AFK das erste Mal. Doch, du warst auf der Toilette. Oder hast du die Tastatur mitgenommen auf die Toilette? Dabei. Nee. Er hat das Tastatur mitgenommen. Um das Thema zu beenden, gehe ich jetzt einfach kurz auf Kopf. Mädchen, das war aber oder was? Das war aber nicht genehm. Ich mache jetzt Pause bis 23, immer kurz 5 Minuten, wenn jeder nochmal irgendwas machen kann, was er will. Und jetzt los. Ja, mal kurz auf Kamera. Wieder da. Nee. Baby.
Nein. Machen wir mal eine C, ob alle da sind. 22 durch. Bambo, Curry. Ja, ich bin da. Schon mal erzählen. Also, wir machen es wie folgt. Beim Drehen stellt sich immer ein Tank davor, richtig rein in den Boss. In der ersten Phase, der andere kommt dann wieder, nimmt dann den Boss, bla bla, für euch ist alles normal. Xai, welchen Spec spielst du? First. Dann gehst du bitte mit auf alle Arts. Ja. Ray, du gehst bitte auf die Würge-Arts mit, auf die anderen musst du nicht mitgehen. Dann kommt Phase 2. Da werden wir jetzt erstmal kurz die Arts einteilen. Das geht ein bisschen zügiger. Also, wir werden Sektoren einteilen. Oh, da ist er ja wieder. So, das heißt, Tankzeichen ist Kyri. Ja. DD-Zeichen bin ich. Heilerzeichen ist Xai. Und Tank. DD-Zeichen ist Boxey. Das heißt, in diese Sektoren werdet ihr euch immer bewegen. Stellt euch das als vier Quadranten vor. Da werdet ihr immer hingehen, wenn dann alles werdet ihr da immer hinlaufen. Vierter, du rollst bitte prinzipiell immer dahin, wo zwei auf dem Haufen sind. Und die Heiler gleichen aus. Genauso wie Niara. Niara, du passt bitte ein bisschen auf, falls irgendwo Scheiße passiert, dass du da ein bisschen eingreifst. So, jetzt kommen wir zur lustigen Phase, nämlich der Kettenmanifestation. Wir werden das wie folgt machen. Der Boss spawnt hier. Orca, du wirst bitte diese Seite machen, zusammen mit Tavi. So wie letztes Mal auch. Also Orca und Tavi machen die DD-Zeichenseite. Zuerst Orca, dann Tavi. Die andere Seite werde ich machen. Das heißt, zuerst ich und dann ein paar mehr Leute, nämlich namentlich beide Heiler. Ja, die werdet sofort versuchen zu kicken, nachdem die wieder anfangen zu laufen. Das heißt, wir stehen in der Mitte und die Tanks kicken als erstes. Ja, das hat wirklich jeder verstanden, hoffentlich. Die Tanks kicken als erstes. Ihr kickt nicht, bis die Tanks gekickt haben, beziehungsweise bis die Arts einmal geflogen sind. Gut. Die zweiten Kicks macht auf der Eingangsseite, macht es wie gesagt Kirta, und auf der Seite drüben machen es beide Heiler und Niara, du übernimmst, falls einer resistet. Das heißt, das DD-Zeichen nimmt Rambo und das Heiler-Zeichen nimmt Kati. Das heißt, ich kicke beide ab und sobald sie anfangen zu laufen, kickt ihr sie nochmal. Instant. Und wenn ihr dann sagt, oh, resist, dann übernimmt Niara das, was noch läuft. Ja, und Jahre, dass du dich darauf vorbereitest, das ist deine Aufgabe, zu gucken, ob da irgendeins weiterläuft. Jo. Gut. Dann, wo ist Rambo? Alter, das sind 15 Meter? What the fuck, warte, warte, ich bleib mal stehen. Ich kann so weit kicken, Alter? Jo. Okay, gut. Weil dann mache ich mir das nicht mehr so stressig wie letztes Mal. Das ist ein Radius, ne? Jo, ist ja egal. Wer kickt zuerst? Thanks. Wie sieht es mit den Unterbrechern aus auf der Kuh? Achso, ja. Also ich kann jeden zweiten machen. Naja, brauchst du nicht. Den ersten macht Xai. Immer. Ja. Den zweiten macht immer Toxe, den dritten macht immer Niara, den vierten macht wieder Xai, fünf mach ich und sechs macht Kyri. Dass Kirta nicht unterbrechen muss, sondern einfach seinen Job macht.
Und wie willst du die Raptors? Raptors, wir ziehen jetzt alle am Anfang beim Drachen, außer den Kommando-Buff. Den Kommando-Buff ziehen wir beim ersten und dann sage ich an, welche wir ziehen pro Phase. Gut, dann legen wir los. So, willst du anfangen mit dem Drachen? Wir reden so mit. Dann. Bitte was? Fange ich an mit dem Drachen. Sound muted. Sound resumed. Gleich Sprung, Ed, glaube ich. Ja. So, du hast eine Pfütze, ich kann nicht ganz gern. Forget. Forget. Sprung in 20. Ich hab den Drachen wieder. Sprung at in 10. In 5. Kommt jetzt. Kommt. Rausgedreht, passt alles. Kambo, ziehst du, wenn was ist? Ich verstehe dich nicht, Cody. Ja, kann ich machen. Aber wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, warum ich Schaden krieg, ey. Range Camp bitte ein bisschen näher zum Melee Camp, danke. Ja, okay. Soll ich ihn dir lassen oder wieder nehmen? 20 bis Sprung, Ed. Ed. 10 Sekunden bis Sprung, Ed. 5. War gut, dass er nicht resettet ist. Oben gelandet? Ja, ja. Obey me, beast. Fight on. 20 bis Sprung, Ed. Zehn. Wir sind echt behind, ne? 5. Du warum brauchst du einen Jucken? Ed. Oh Mann. Ja. Yeah. Ich glaube, das tut gleich weh, aufpassen. Ah, oh, ging ja noch. Immer zum Thron den Boss ziehen.
Raus aus der Mitte, außer die Heime, die können da stehen bleiben, aber nicht zusammenstehen. Bleib drum. Kann nicht kicken als erstes. Piotr, du musst als erstes kicken. Doch bitte die 1 oder der andere. 1. 2. Drei. Heiler jetzt hinlaufen und kicken. Los. Ja. Oh. Muss ich den Kick hier kriegen? Kick. Ja. Musst du warten, bis ich beide treffen kann. Okay. Na, sieht doch gut aus. Wieder nur Reiken. Der Rebo schießt die immer so weit auseinander. Deswegen fängst du ja auch normalerweise an, Muckelchen. Ich weiß. Ja, das, ne? Ja, das. Nimmst du Bus? So. Wird gewirkt. Warte mal, jetzt werden die weg. Zu dem Bus und bitte ein Stück in die Mitte. Bane, kommst du früh genug raus? Ich denke ja. Eins. Ich hab mal Rap aufgezogen. Ich komm raus, alles gut. Zwei. Kick dir? Hallo? Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht gekickt hab. Was? Ja, du hast das Problem war vielleicht, dass ich noch ein GCD hatte. Das war ein bisschen blöd geplant, sag ich mal. Alter, mach doch einfach nichts, Mann, wenn die Arzt kommen. Ja, natürlich, aber nee, weißt du? Einmal nicht an Tanks wipen, nein. Das muss halt auch mal sein, weißt du? So ein schöner. Mhm. Gut ist ja, wir haben noch einen Try, sonst dauert der Try ja länger als 23 Uhr. Ja. Jetzt los. Jetzt alle Red Buffs zünden, außer den vom Schurken und den dann als erstes nehmen? Ja, ne. Der Kommando Red Buffs ready. Aber wenn wir Red Buffs machen jetzt. Yes! Gucken wir. Hast du keine Oberhand oder? Du bist auch gar? Geht nicht. Ich hab den doch in der Manifestation gezogen. Ach so! Du hast den nur nicht bekommen, du warst nicht da. Deswegen war auch die Frage da. Nö, alles gut. Der Kommando macht's auch wieder. Du wolltest es ja nicht ansagen, aber dadurch, dass du weggeportet wurdest, habe ich mir immer die Freiheit genommen, ihn einfach zu ziehen. Das ist ja angenehm. Ich glaube, das ist auf dem Art.
Birgit. Man sich. Fünfzehn. Fünf. Arschloch. Melee Range Camp, okay. Naja. Fünfzehn besprungen. Noch 10. Und 5. Jetzt. Wurde nicht gekickt, auch mal schön. Gerade wenn es zu knapp wird, nimm einfach die Bubble. Bürger Rambo ziehen bitte. Gut. Obey me, Beast. Fight on! Edward. 15. 10. Okay. 5. Kommt da noch der Scheiß? Aber will er nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er hat einfach keine Kanalist mehr. Oh, einmal ein schön. Sollte ein DD weggeportet werden, machen wir zwei Red Buffs in der ersten Phase. Weg. Nur Merkbuff reicht. Die Heiler müssen als erstes kicken. Kickt bitte eure Ecken vernünftig. Sobald ihr gekickt habt in der Mitte, einfach machen. My Mir ist resisted. Voll. Fuck, daneben. Kann du stunst es noch oder? Kann mein noch wieder kicken? Ja, ich hab's. Ich dachte, ein Jahr da kickt. Hab ich ja. Aber kommst du daneben nicht an? Schon ein Stück zu weit. Sorry. Wie gesagt, passt bitte als Heiler auf, dass ihr erst kickt, wenn in der Mitte interrupted. Ja, habe ich gemacht gehabt, kannst du im Scream nachschauen und es ist trotzdem resisted. Ich kann was soll ich denn nachgucken im Stream, wenn ich unten bin? Du kannst in meinem Stream nachschauen, dass ich gewartet habe, bis das Ding in der Mitte unterbrochen wurde und dann gekickt habe und trotzdem ein Widerstehen da stand, beziehungsweise Resist. Okay. Du kannst auch in deinem Stream nachschauen, ob es da steht. Hä? Kann er doch nicht, wenn er unten war. Doch, kann er. Alter, du bist so behindert. Alter, das war ein Spaß, Mann. Okay. Ja, aber nur wiederholt, was er gesagt hat. Es ist wie es ist, ne? Es ist wie es ist. Besser wird's nicht. Aber last try. Last try? So ein Beispiel ist für heute. Wenn ihr nicht kicken wollt, dann sagt er doch einfach. Dass er... Ja, ich kick gerne. Normalerweise klappt's auch. Leute, also Eier gerne. Aber das ist zu wenig. Der hat aussortiert, ja. Und gerade, Monsieur, kleines Fächterchen.
Aber heute kicken kann er haben, ich kicke gerne. Ach ja. Immer dieser Toxe. Bereit. Und los. Jetzt sind wir so warm. Da. Du den Bock haben willst. Ja, ja. Aber der braucht ab und zu ein bisschen besser Reagierungs. Reagierungs. Genau. Gleich Sprung, gleich Sprung, sagen, aber das ist gerade nicht drin. Oh Mann. Vorsicht. Reagierungsträge. Jeder kann was. Hm? Ja. Ey, der war's nicht. Das ist auch immer. War was? Warum scheppert's denn bei dir so ins Gesicht? Gut. Keine Ahnung. ich geh genau. 20 Sekunden. Special, so gesehen. 10. Fliege. Da hinten ist noch ein Hit. Das freut sich über Spaß. So, die Rangers laufen wieder mit. Gut. 20. Auf Edge. 10. Fünf. Er hat mich da hinter die Welle da geschöpft. Mach ich. Jo. Auf Edge. Oh, Baby. Ne? Fight on! Jetzt. Ich red lustig groß, da wär jeder gleich an. Birgit. Wir hätten doppelten Heilkreis, wenn die Rangers wegen näher hingehen würden. Kathi, willst du mir etwas sagen? Nein. Soll ich dir was sagen? Nein, es sah nur gerade so aus wegen den Heilkreisen. Und wieder auch nicht damit. Nein, das ist noch auf Cooldown. Ja, ja, alles gut. Genau so. Das war alles gut. Und nicht damit machen. Das ist schon aufgeteilt. Zwei. Drei. Eiler kicken gehen. Ja. Jawohl, sehr gut. Sonny, umbrechen. Fünf. Jetzt umklotzen das Gerät. Ich hab die drei mitgemacht. Rambo aufheben, bitte. Sag das mal bitte, dann kann ich die fünf machen. Ja, das ist nicht besetzt.
bin noch dran. Alter. Ihr müsst schon ein bisschen aufpassen, ne? Auch wenn es spät ist. Ich immer hier Kopf in der Hose. Nimmst du Bus? Ja. Nimmst du einfach immer Bus? Kann ich drüber ja. Lassen? Ja. Wenn ich da bin, nehme ich Bus. Und lass mich wegwerfen, weil ich das so gerne mag. Nächste Phase wird das Sage Buff. Und Sage Buff bitte. Eins. Zwei. Drei. Eiler kicken gehen. Und Kyoto. Ja. Kicken Jahre. Gott. Das kommt, die kommen ungleich, ich hab das eine gestunt. Okay. Alles gut. Drohnen 2. Ich hab auch eins. Okay. Ach schade, ich bin jetzt aber gelaufen, ich hab's doch gelaufen. Wegen Reflex. Kickt einfach mal ein bisschen früher, ne? Ihr seht das ja alle selbst, was hier passiert. Nein, komm. Wer ist das? Eins. Raybuff bitte. Drei. Alle kicken. Ja, aber du musst kicken. Leute, ey. Wunderbar. Ich hab keinen Stealth. Ich hab Stealth. Ich hab ihn so. Ihr müsst die Scheiße jetzt wirklich machen, rechts. Hitten zwei. Geht da hin, gefälligst, bitte. Danke. Das ist raus. Aber den Weg musst du ihn nicht ziehen, ne? Also kannst du ihn auch relativ mittig halten. Nur wegen Nightmare. Ja, ich warte eigentlich mal bis zum Nightmare. Zurück, beziehungsweise du bist eh zurück, weil ich bin pulte. Sag Bescheid, ob ich kicken kann, Tavi. Du kommst rechts auf uns, du machst den ersten ganz normal. Alles normal. Eins. Drei. Kick. Ja, alle kicken. Fünf. Ja, aber. Ist der nicht mit sechs? Doch. Now taste fire. Rechts Hilfe, rechts. Andere wieder standen dran, aber es ist trotzdem geflogen. Kann auch sein, dass jemand Damage drauf gemacht hat. Cool. Warte mal. Bin weg. Toxie ist weg. Niara Stacks aufbauen. Nein. Ja, aber jetzt noch bitte, sobald du kannst. Eins. Zwei. Drei. Geht klar. Ja. Eine verfehlt. Jahre.
Mann. Wann war es nochmal? 6. Ja, das ganz mal bitte nach als Heiler. Irgendwie klappt das überhaupt nicht von der Zeit her. Das ist nur eins frei. Ja. Da. Fabi, nimmst du einfach das linke dann immer da? Dann gehe ich zum Drohnen. Was? Fabi geht immer zu dem linken. Ich will wissen, ob er es weitermacht, dann gehe ich einfach immer zum Thron. Wenn eine andere habt, dann gehe ich immer links. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde es noch wissen. Ja, reibt raus. Sage Buff ist wieder ready. Sage Buff gleich wieder, ja. Wer stand aber wieder an dir dran? Du wirst ihn zum Buff nehmen. Sage Buff bitte. Eins. Bye. Freund. Noch ein kleines. Ich hab jemand anders den nächsten. Heiler kicken. Ich hab unterbrochen. Ich mach den nächsten. Hab Smoke. Now taste fire. Rechts hilfe. Okay, krass. Boxy, hast du Riffen? Okay, ja. Da hätte sonst Red Buff wahrscheinlich. Ja. Ja. Xai, bitte gleich Red Buff in der nächsten Phase, wenn du Stacks aufbauen musst. Tu das bitte. Jetzt war Albtraum. Ui. Alles normal. Ganz im Spiel, oder? Now you'll see real power. Eins. Zwei Red Buff bitte. Zwei. Drei. Scheiße. Ich mach's selber. Ich bin der Nächste. Ja, wieder standen. Dann bleibt doch nicht stehen. Einfach lassen bitte. Einfach aufheben. Jetzt rüber. Mach ich. Victor. Warte mal, was ist jetzt? Nicht gut. Bongorn weg. Ui. Now you'll see real power. Eins. Bin ich wieder da? Ich bin wieder da, alles gut. Zwei. Drei. Jemand anders wieder nicht. Jo, ich mach vier. Heiler kicken, Harvey kicken. Alles super. Fünf bitte machen. Auf die fünf. Holz machen. Na, Tavi, zieh mal was bitte. Ja. Da ist nichts mehr als Revo. Kannst du nicht viel machen. Kommando-Buff bitte, dann halt Stacks aufbauen. Brothers and sisters, grant me power. Ben. Eins. Zwei.
frei. Ja. Ich mach die 4, alles gut. 4. Mach dann die 5. 5. Eingang rechts aufpassen. Gut. Bitte nicht gleich triggern. Wenn ich würde dann mit Starrick anfangen. Jo. Einfach die Herz, ganz entspannt. Geht einfach durch, wir kommen hin vor der Blitzphase. Behaupte ich jetzt einfach mal frech. Ja. Sollte schneller gehen. Bin weg. Cool. Ich habe bitte gleich Rego-Schild. Fängst du mit Caldrake an? Ich fange an, ne? Da bin ich. Ich spotte halt, wenn du 4 hast. Jo. Hopp. Das Death CD ist, Leute, droppt nicht. Netpack, wenn du unter 40% gehst. Hopp. Netflix, Leute, drückt euch hoch, wenn ihr low seid. Achtung, der Boss ist auf Kyrie. Ich weiß. Was nur? Nicht vor dem Boss stehen, geht ein Stück hinter den Drachen, wenn ihr könnt, dass ihr nicht den ersten Creeper bekommt. Ich spotte ich hab ihn, ja, ich spotte einfach mal, wenn du kannst. Ich hab ihn. Ich wollte nur nicht, dass er jetzt hinläuft. Kannst du nochmal spotten? Kannst du spotten? Nee, kann ich nicht. Ich muss schon bitte. Nein, jetzt bin drauf. Nicht resetten. Ich komm nicht ran. Ich kann nichts machen. Ich bin in der Wand gefangen. Naja, passt. Ist gut. Kann ich nicht mal laufen. Wir haben gleich wieder Battle Reds. Kühle aufheben bitte, sobald es geht. 20 Sekunden. Ja. Kannst du mich ziehen, Ramo, gleich bitte? Danke. Gott, Alter! Ich werde den richtig hingeschuppert hier. Sekunden, ja, gar nichts mehr machen. Dann noch ist raus, ist raus, ist raus, ist raus. Wird ja gegengeheilt. Gleich Vorspeed an. Hab ihn. Cool, hast du einen Death-CD? Ja, ja. Alter, wie soll man dann so Schaden machen? Hat alles mehr. Ja, ja, was soll ich denn machen, Alter? Ich kann mich nicht selber bewegen, ey. Keine Ahnung, wo euer Problem ist. Ja, ja. Oh, Enrage, Enrage, Enrage. So, was? Noch ein Time Run easy oder was? Time Run Nummer 2 oder? Klar. Vorhin waren noch 10 Minuten. Das reicht leer. Guck mal, 10 Millionen Schaden. Mein Timer ist auch gut, der läuft noch weiter. Der läuft seit 52 Minuten, sagt er. Meiner seit 17 Minuten und 50 Sekunden. Oh, mein Quatsch, ey. So, braucht noch irgendjemand Boots für seinen Main, der kann würfeln. Okay, Kati oder was? Sonst kann, sonst würde ich würfeln. Für den Main nicht mehr. Gürtel wäre nett. Main, Offhand. Ja, keine Ahnung, ich hab schon Handschuhe für Heiler. Für DD brauche ich halt die Schuhe, aber ich kann auch beide Schuhe benutzen. Von daher ist egal. Ja, wenn keiner würfelt, nimm doch. Nö, ich kann auch einfach die Heiler-Schuhe. Ja, aber jetzt brauchst du die für deinen Heiler-Gear oder nicht? Ne, für die Idee gehen wir das, aber kann ja einfach die Heiler-Schuhe nehmen. Gut, wer heute noch nichts bekommen hat, kann bitte einmal würfeln jetzt. Ich habe keinen Überblick, wer nichts bekommen hat. Wer nichts bekommen hat, würfelt bitte einfach. Also mit nichts meinst du jetzt die 248er Sachen oder? Ja, 248, ja. Ich habe 48er Teil bekommen. Ah, easy. Noch jemand würfeln, der hier Schuhe sammelt?
keiner, der schon was, der noch nichts bekommen hat, wahrscheinlich, ne? Na, kommt hin, ne? Und das, ne? Ja, genau. Übel, ja, whatever. Gut, also geht's der Tavi und ich. Bongo. Merci. Jo, Raid vorbei. War zur Abwechslung mal ein schöner Raid, ja. Ich muss mich über nichts aufregen. Also nicht groß. War angenehm. So, Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.